So, würde ich sagen, liebes Coffee und Trading Team, was geht ab, Leute? Willkommen hier heute zum heutigen Weekly Harmonic, Weekly Smart Money Call. Wir sind hier einige Accounts heute am Start, Leute. Ich bin unglaublich gehypt, diesen Call ein bisschen leiten zu dürfen, mitführen zu dürfen, denn heute werden wir ein paar kleine Announcements haben und werden über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, und zwar, wie man am besten Orderblöcke findet, weil ich weiß, viele Menschen, viele Trader hier von euch, gerade im Harmonic, im Smart Morning Bereich, haben damit ab und zu kämpfen. Deswegen werden heute Samuel und Severin euch heute im Thema Orderblock die Sources geben, um einmal wirklich langfristig keine Probleme mehr zu haben, wie man welchen Orderblock mitnimmt, welche Varianten es gibt und wie man im Grunde genommen am besten traden kann, dass ihr einfach die besten Entries habt, die profitabelsten Resultaten, um einfach langfristig auch die Fremd- und Eigenkapitalkonten hochzuflippen. Bevor wir über das Thema Orderblock sprechen, möchte ich diesen Call ganz kurz beginnen und möchte euch zwei Neuigkeiten mitteilen. Ich möchte euch zwei Neuigkeiten mitteilen, denn wir haben eure Stimmen, kann man im Grunde genommen sagen, erhört. Ihr habt es, glaube ich, mitbekommen. Ich habe nicht ohne Grund letzte Woche zwei Umfragen in die Gruppe gepostet, um einfach nochmal zu schauen, okay, wie gut kommt es Live-Trading an? Sind eventuell irgendwelche Calls am Abends nicht eventuell irgendwo besser? Deswegen haben wir uns zusammen als Harmonic Leadership dazu entschlossen, unsere Coffee and Trading Harmonic Call Struktur etwas umzuändern. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und haben einfach gemerkt, okay, wenn ihr abends mit teilhaben könnt an unseren Calls, habt ihr, denke ich, mehr davon, wie wenn wir jetzt nur am Morgen so ein paar Analysen reinschicken, wo dann im Grunde genommen 80% bei der Arbeit sind. Deswegen, Leute, möchte ich mal ganz kurz eine 111 in den Chat sehen, wenn ihr gehypt seid auf die Veränderungen, die ich gleich droppen werde, wenn ihr davon erfahren möchtet, wenn ihr wirklich wissen wollt, was unser Plan ist, deswegen droppt gerne mal eine 111 rein, denn wir, Leute, werden ab sofort, ich mache kurz mein, ich tue mein Bildschirm kurz zeigen, wir werden ab sofort ein bisschen umstellen. Ich erkläre gleich, was wir machen. Wir werden ab sofort, Leute, nicht mehr einmal, nicht mehr zweimal, werden ab sofort dreimal die Woche 19 Uhr zusammen an die Märkte gehen. Wir werden ab sofort jeden Sonntag einen Wochenausblick machen, jeden Dienstagabend ein Analysen-Update machen und jeden Freitagabend einen Rückblick. Sprich, wir werden dreimal zusammen jede einzelne Woche über Setup, über Setup, über Setup gehen, dass ihr einen Wochenrückblick, einen Wochenausblick habt und ein Analyse-Update. Außerdem ist die jetzige Harmonic Live Trading Gruppe, die wird jetzt zu einer Harmonic Analysen Channel, wo wir alle Nachrichten rauslöschen und nur noch Analysen reinschicken von einem Samuel, von einem Niklas, von einem Severin, von einem Nikolas, von einem Momo, wo wir einfach unsere möglichen potenziellen Einstiege für den nächsten Tag reinschicken. Das heißt, unser Ziel ist es, dass ihr A, mehr Education am Abend bekommt. Somit könnt ihr viel, viel mehr mitlernen um 19 Uhr. Und B, droppen wir alle Trades, die wir haben, nach und nach in diesen Analysen-Channel, da wir ja viel mit Limits arbeiten, dass keiner irgendwo FOMO schieben muss oder Angst haben muss, um 9 Uhr morgens nicht dabei zu sein. Deswegen kurz nochmal dazu, um es nochmal für jeden mitzubekommen. Ab sofort, jeden Sonntag, Dienstag und Freitag, dreimal die Woche Harmonic X und Smart Money Session. Ganz wichtig aber dazu, der aktuelle Smart Money Call mit Momo und Nikolas bleibt natürlich auch. Also 20 Uhr dienstags bleibt nach wie vor auch. Ich habe den Flyer falsch ändern lassen, deswegen war das mein Fehler. Das heißt, vier Harmonic Calls: Sonntag 19 Uhr, Smart Money Harmonic. Dienstag 19 Uhr, Smart Money Harmonic. Dienstag 20 Uhr, Smart Money. Und Freitag nochmal für den Rückblick: Smart Money und Harmonic. Wir werden auch ab sofort jede Woche Tabelle reinschicken mit allen möglichen Trades, mit allen Prozenten, die wir hätten mitnehmen können, dass wir einfach transparent euch zeigen, was bei Harmonic X und Co. abgeht. Okay, Leute, deswegen, ich denke, ihr seid ready, ihr habt da Bock drauf. Ab sofort dreimal die Woche Harmonic X Action, Smart Morning Action, wo wir einfach dafür sorgen, dass ihr noch am Abend um 19 Uhr natürlich viel, viel mehr Mehrwert mitbekommen könnt, um einfach, ja, nicht nur die Recordings anschauen zu müssen, sondern einfach live dabei zu sein. 30 bis 60 Minuten jeden einzelnen Tag Value, dass ihr da einfach gut vorankommt. Das ist im Grunde genommen Thema Nummer eins, Leute. Denn dann, das ist nicht alles. Denn wir, für die es nicht mitbekommen haben, haben noch ein weiteres Update, was unglaublich spannend ist. Und zwar werden wir ab morgen, Leute, werden wir ab morgen, ich zeige es euch, ab sofort Harmonic X Education of Go live haben. Denn der liebe Stevenson Lindor, der Kollege, wird ab morgen voraussichtlich dreimal die Woche nochmal zusätzlich
Cypher Education geben über das komplett neue Tool, was wir zur iMastery Academy bekommen haben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben zu dem Harmony Scanner ein neues Tool bekommen namens Cypher, was uns sehr, sehr, sehr brutale Muster im M15, M5 und M1 gibt. Und dieses Tool wird ab morgen von Steven Lindor dreimal die Woche auf Go Live geteacht. Die Uhrzeiten weiß ich noch nicht, die werde ich euch morgen sagen, weil die sind jetzt gerade noch ein bisschen verschoben. Aber ab morgen habt ihr also dreimal per Go Live Harmonic X Sessions plus nochmal dreimal über Coffee Trading. Das heißt, ihr habt 6 Sessions in der Woche im Harmonic X Bereich und 3 Sessions in der Woche zu Smartmonic, um einfach euer Wissen dementsprechend voranzubringen. Genau, die Sessions um 9 werden nicht mehr stattfinden, jedoch werden wir trotzdem natürlich um 9 Uhr morgens auch mögliche Analysen reinschicken. Da werden die Calls nicht mehr stattfinden, aber wir werden dementsprechend die Calls am Abend machen und werden aber alle Analysen dementsprechend in die Analysegruppe posten und wenn es Diskussionsbedarf gibt, natürlich in die Harmonic-Gruppe, dass ihr einfach Bescheid wisst. Deswegen, um zusammenzufassen, Update Nummer 1, mehr Calls für euch abends, um es mitzunehmen. Und Update Nummer 2, ab morgen wird es Cypher Education geben auf Go Live von Stevenson Lindor. Ich werde euch nachher in die Gruppe droppen, wie und wo und was, dass ihr wieder auch über Go Live Harmonic X Action mitbekommt. Und Leute, eine wichtige Sache, die ich so ein bisschen teasern möchte, und das behaltet euch bitte unter euch, es wird vermutlich in den kommenden Monaten auch deutsche Harmonics / Smart Morning Education im Go-Live-Bereich geben. Deswegen macht euch gespannt, was CT und der IM Germany-Bereich gerade plant, was im Grunde genommen kommen wird. Da werden einige, also ich kann euch sagen, Leute, Coffee Trading wird definitiv den deutschsprachigen Raum ein bisschen aufräumen. So können wir das, sage ich mal, sagen. Da werden einige Updates kommen, um noch mehr Value zu geben. By the way, nochmal für die, es nicht gewusst haben, ab Dienstag ist auch Erik Lukas dreimal die Woche auf Go-Live. Seven-Figure-Trader, Funded, ich glaube, in 3 verschiedenen Fremdkapitalfirmen Outmax. Wir werden in 2 Wochen noch Sydney auf Go Live haben. Also es kommen sehr, sehr viele Updates. Deswegen, bevor ich jetzt hier ausschweife, zusammengefasst, mehr Education für euch auf Go Live in den Gruppen. Wir werden ein bisschen mehr auf Analysen, auf Education ausgehen, wie auf Live-Trading. Natürlich kann man Live-Analysen reinschicken, wenn ihr euch immer dran im Grunde genommen erinnern, wenn irgendwo was relevant wird. Aber unser Ziel ist es, dass ihr noch besser ausgebildet werdet im Trading-Game und deswegen einfach noch krassere Results mit unserer Hilfe im Grunde genommen schaffen werdet. Und deswegen, mit diesen Worten gebe ich jetzt ab an Samuel, denn Samuel und Severin werden euch jetzt in den kommenden paar Minuten einiges über das Thema Orderblocks teachen, weil ich weiß, und wir wissen, wir haben es mitbekommen, das ist oft so ein Thema, wo man nicht ganz sicher ist, welchen Orderblock, welche Varianten gibt es, und dann mit Samuel ist im Grunde genommen am Anfang, weil Samuel, würde ich sagen, mit einer der besten Harmonic-Trader in unserem Team ist, jemand, der sehr, sehr clean Analysen hat, der sehr, sehr leicht und verständlich aber tradet, und deswegen Samuel, danke, Brudi, dass du am Start bist, dass du die Zeit nimmst, dass du Value diesem Team teilst mit fast 70 Leuten. Und ich gebe dir die Bildschirmfreigabe und den Co-Host an dich, dass du jetzt hier ein bisschen Action machen kannst. Easy, perfekt, dankeschön. Kann ich, perfekt. So, seht ihr den Bildschirm, Leute? Yes. Easy, perfekt. Severin und ich werden heute ein bisschen über das Thema Orderblocks eingehen. Ja, wie tradet man Orderblocks? Wie findet man Orderblocks am besten? Und genau, auch was für verschiedene Aufgaben so ein Orderblock erfüllt haben muss, damit man auch wirklich den richtigen Orderblock findet. Und genau, dazu habe ich was Kleines vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten da direkt mal ein. Genau, als erstes mal müssen wir das prinzipiell mal verstehen. Und zwar, wenn wir an einem bärischen Markt sind, dann reagiert der Markt an bullischen Candles. Und wenn wir an einem bullischen Markt sind, dann reagiert der Markt an bärischen Candles. So, das ist schon mal das Grundprinzip, was wir prinzipiell mal verstehen müssen, wenn wir Orderblocks traden wollen. Genau, das sieht jetzt folgendermaßen aus hier, wenn wir jetzt einfach in einem Downtrend sind, dann reagiert der Markt an bullischen Candles, also hier an Buy-to-Sell-Candles. Und wenn wir in einem bullischen Markt sind, dann reagiert der Markt an bärischen Candles. Genau, das ist schon mal so die Grundvoraussetzung, die wir verstehen müssen. Das heißt, man kann sich immer merken, wenn wir bullish sind, dann halten wir Ausschau nach bärischen Candles und wenn wir bärisch sind, halten wir Ausschau nach bullischen Candles. Genau. Dann gibt es so ein paar kleine, ich nenne es mal Confirmations oder halt Aufgaben, die ein Orderblock erfüllt haben muss, damit es auch schlussendlich wirklich ein valider Orderblock ist und damit der auch schlussendlich funktioniert. Genau. Und zur ersten Aufgabe, und zwar, das wäre, der Orderblock sollte Liquidität genommen haben. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier jetzt dieses Beispiel. Genau, wir sind hier short unterwegs. Sollte mal definitiv jeder erkennen.
Und was meine ich mit, der Order Block sollte Liquidität rausgenommen haben? Das ist im Prinzip sehr einfach, ja. Wir können uns jetzt hier einfach mal vorstellen, dass wir hier jetzt hier einen Double Top haben. Und was der Markt hier eben macht, ist, der Markt nimmt hier dieses Double Top raus, das spiked es hier raus und zeigt danach eine starke Reaktion. Genau. Das heißt, wir haben hier mit diesem Push hier die Liquidität rausgenommen. Und das bedeutet so viel, der Markt muss theoretisch dann nicht mehr über dieses High gehen. Das heißt, dieses High wäre dann hier unser Protected High. Genau, weil wir haben hier hinten die Liquidität rausgenommen. Und genau, das heißt, der Markt muss dann hier nicht mehr über dieses High gehen, weil wir eben Liquidität genommen haben. Das ist schon mal die erste Confirmation. Ich zeige euch das nachher auch noch am Markt mit Beispielen, damit man das besser versteht. Genau. Die zweite Variante ist, ein Orderblock sollte etwas mitigiert haben. Das sehen wir hier oben. Und zwar, genau, wir sind hier in einem bullischen Beispiel jetzt. Und wir haben jetzt hier hinten einen Orderblock. Wir sehen, der Markt ist hier reingekommen, hat diese Orderblock hier abarbeitet, also mitigiert, und hat uns dann hier unsere Orderblock gegeben. Genau. Bedeutet, wir haben hier mit diesem Push nach unten, haben wir hier diese Orderblock hier abarbeitet. Und genau, das heißt, wir haben hier eben diesen Bereich mitigiert. Das ist die zweite Confirmation. Genau. Und die dritte Confirmation, was im Prinzip auch eine sehr wichtige Confirmation ist, dass wir danach eine sehr starke Reaktion gehabt haben, die zu einem Strukturbruch geführt hat. Genau, bedeutet, wir haben hier eben unseren Buy Move und danach sollte immer eine sehr, sehr starke Reaktion gekommen sein. Genau. Das heißt, wir sind hier unter dieses letzte Low gegangen. Genau, dasselbe hier in einem Buy-Beispiel. Wir haben hier das letzte Mal verkauft und hatten danach eine sehr impulsive, starke Reaktion Long über dieses letzte High. Das sind schon mal so die Grundvoraussetzungen für einen cleanen Orderblock. Genau. Dann, wie kann man jetzt diese Orderblocks traden und wie kann man die Orderblocks eben für sich selber nutzen? Genau, ich persönlich mache das eben so. Und zwar, ich ziehe immer vom Kerzenkörper, also vom Open zum Close von der Kerze, die 50% mit der Gunbox. Gibt sehr viele verschiedene Varianten. Zum Beispiel auch, dass man die ganze Candle nimmt mit den Wicks. Ich persönlich bevorzuge da einfach, dass man eben vom Kerzenkörper zum Kerzenkörper die Gunbox zieht. Einfach darum, weil im Kerzenkörper von einer Kerze steckt eben das meiste Volumen und deshalb ziehe ich eben die Gunbox vom Kerzenkörper zum Kerzenkörper. Genau. Dazu kann man auch, man kann eben eine Candle nehmen oder man kann den ganzen Buy to Sell oder Sell to Buy Move nehmen. Das sehen wir hier zum Beispiel. Wir können hier entweder den ganzen Move hier, wo verkauft worden ist, können wir nehmen, von dem die 50% nehmen und dann haben wir hier den Entry an den 50% oder wir können das Ganze mit einer einzelnen Candle machen. Genau. Das sind so die verschiedenen Varianten, wie wir Orderblocks für uns nutzen können und wie wir die für, traden können schlussendlich dann. Genau. Ich würde sagen, ich zeige euch das am besten im Markt, weil dann kann man sich das am besten vorstellen, wie das Ganze aussieht, wie das funktioniert. Und genau, ich spule mal hier zurück. Genau. Perfekt. Perfekt. Hier das erste Beispiel und zwar bei USDJPY. Wir sehen hier, wir sind hier bullish, wir hatten einen Change of Character erhoben, haben hier unser Pattern und dann halte ich Ausschau nach eben Orderblocks, ja. Für mich sind Orderblocks eben sehr wichtig, dass die Candle wirklich sehr viel Body hat und nur minimalen Wick. Ja, man spricht von 80% Body und 20% Wick circa. Habe ich damals von Chris Sulzer gelernt, ist auf jeden Fall powerful. Genau, das heißt, ich suche Candles, die sehr viel Body haben und wenig Wick. Genau, das heißt, ich habe mal hier schon mal meine Candle gefunden. Dann schaue ich, was hat die Candle für Aufgaben erfüllt, ja? Liquidity Spike, Mitigation, eine starke Reaktion danach. Genau, was wir hier sehen, wir haben hier dieses Double Bottom. Also diese zwei Wicks hier unten, die sind auf der gleichen Höhe. Das heißt, das hier ist unsere Liquidität. Und was der Markt hier gemacht hat, ist, der Markt hat hier diese Double Bottoms hier rausgespiked mit diesem Wick hier und hat danach eine starke Reaktion gegeben. Genau, und was der Markt uns hier hinterlassen hat, ist eben hier diese H2-Candle. Diese 3-Stunden-Candle, genau.
Danach schauen wir die letzte Confirmation, und zwar hat der Markt danach eine starke Reaktion gegeben, die uns zu einem Strukturbruch geführt hat. Ja, haben wir hier auch. Wir haben hier wirklich eine sehr starke Reaktion erhoben bekommen, die hier dieses High gebrochen hat. Das heißt, dieser Orderblock hat im Prinzip alle drei Aufgaben erfüllt und ist somit ein valider Orderblock. Dann mache ich das Ganze so, und zwar vom Kerzen, also vom Open zum Close, also vom Kerzenkörper zum Körper, mit der Gunbox die 50%, und dann ist hier bei den 50% mein Entry. Genau, sehen wir hier, hat hier perfekt funktioniert. Der Markt ist hier nur reingewickt und hat dann komplett Abfuck gemacht. Genau. Dann hier direkt das nächste Beispiel aus sehr clean. Und zwar sehen wir hier, wir haben hier diesen kleinen Orderflow hier nach oben. Ja, ist hier ein sehr cleaner Orderflow. Da wird immer alles nach und nach abarbeitet. Genau. Und wir sehen hier diese Candle hier, diese letzte IC-Candle. Die wurde hier abarbeitet. Der Markt kam hier schön rein in diese Candle und hat diese Candle hier mitigiert. Dann, was hat uns der Markt hier hinterlassen? Und zwar hier diese 30-Minuten-Candle. Können Sie sich genauer anschauen. Ist auch wieder eine Candle mit sehr viel Kerzenkörper und wirklich nur minimal Wick. Und das ist eben, das sind solche Candles, die wirklich 10 von 10 sind. Also, ich halte immer genau nach solchen Candles Ausschau, wo wirklich fast nur Kerzenkörper ist und wirklich nur minimal Wick ist. Genau. Dann schauen wir auch hier die letzte Confirmation, und zwar hatten wir danach eine starke Reaktion. Ja, hatten wir hier auch. Wir sind ja wirklich impulsiv hochgeschossen und haben das letzte High gebrochen. Genau, dann kann man sich auch hier wieder von dieser Kerze vom Open zum Close der Gunbox die 50% markieren. Dann sehen wir auch hier auch wirklich ein ultra cleaner Entry wieder, und der Markt hat Abfuck gemacht. Genau. Ist auf jeden Fall sehr, sehr clean. Genau, ich habe bei USDJPY, glaube ich, noch ein Beispiel. Genau, schauen wir dann noch. So. Genau, hier. Perfekt. So, perfekt. Genau, hier. Wir sind bullish unterwegs. Und zwar, hier war unser letztes Low und hier war unser letztes High. Dann schauen wir auch hier wieder. Was hat, oder wo finde ich meine Order Block? Wo finde ich meine interessante Zone? Und was hat die für Aufgaben erfüllt? Und wenn wir jetzt hier mal genauer reinschauen, so, ich lösche das mal, genau, dann sehen wir, wir haben hier diesen letzten, oh, ich lösche das mal schnell, so, perfekt. Wir haben hier diese ganzen Wicks hier. Ist auch eine Form von Trendline-Liquidität. Genau. Und was eben hier passiert ist, der Markt ist hier nochmal unter diese ganzen Wicks gekommen, hat hier diese Wicks rausgespiked, bedeutet, der Markt hat die Liquidität rausgenommen und hat danach eine starke impulsive Reaktion nach oben gegeben. Dann schaue ich mir an, wo ist der letzte unmitigierte Bereich? Und das wäre hier dieser Sell-Move, bevor dann der Buy kam. Genau. Und dann kann man sich hier von dieser ganzen Range hier zum Beispiel die 50% nehmen. Ja, was man hier auch machen könnte ist, man könnte hier zum Beispiel jetzt nur diese letzte Candle nehmen, aber dann sehen wir, das ist halt wirklich schon ein sehr, sehr kleiner Orderblock oder ein sehr, sehr kleiner Bereich, und das fühle ich nicht so. Was man dann eben machen kann ist, man nimmt eben den ganzen Sell-to-Buy-Move. Da auch wieder vom Kerzenkörper zum Kerzenkörper die 50%, und dann hat man hier auch wieder ein ultra clean Entry. Genau, weil meistens ist es eben so, wenn man hier wirklich nur die allerletzte Candle nimmt, und von der, die 50% nimmt, dann erreicht der Markt das kaum. Also hier zum Beispiel hätte da wirklich genau reingespiked und dann, also es wäre ein brutaler Sniper-Entry gewesen. Aber in den meisten Fällen ist es halt eben so, dass der Markt nicht ganz immer so tief kommt. Und dann ist man eben safer, wenn man wirklich den ganzen Sell-to-Buy-Move nimmt und von dem die 50% nimmt. Und dann haben wir auch wieder einen ultra-clean Entry, und der Markt macht hier auch wieder Abfahrt. Das ist auf jeden Fall nice. Das Ganze habe ich auch noch in einem Sell-Beispiel. So, wo sind wir denn hier? Perfekt. Genau. Das sehen wir hier auch wieder. Und zwar, wir schauen uns jetzt hier das Ganze mal an. Hier sehen wir, wir sind in einem bärischen Markt. Ja, unser letztes High war das hier. Und das hier war unser letztes Low. Dann suchen wir uns hier auch wieder
Wo ist eine interessante Candle? Wo sehe ich jetzt hier was? Dann sticht mir hier auch wieder direkt diese Candle hier ins Auge, ja. Diese Candle hat wirklich sehr, sehr viel Kerzenkörper und auch wieder nur minimale Wicks. Und genau, dann schauen wir uns auch hier wieder an. Was hat diese Candles für Aufgaben erfüllt, ja? Hat diese Candle was mitigiert? Hat diese Candle Liquidität rausgenommen? Hatten wir eine starke Reaktion danach? Und genau, wenn wir jetzt hier sehen, der Markt hat hier, ist hier perfekt in diese Gap reingekommen und hat aus dieser Gap hier raus reagiert. Dann hatten wir eine sehr, sehr starke Reaktion nach unten, die uns zu diesem Strukturbruch geführt hat. Genau, ist auf jeden Fall auch clean. Wenn wir jetzt noch tiefer reinschauen, dann sehen wir hier auch wieder wie diese ganzen Wicks hier. Und das ist auch wieder eine Form von Liquidität. Und was hat der Markt hier gemacht? Der Markt hat diese ganzen Wicks hier rausgespiked. Also das heißt, er hat die Liquidität rausgenommen. Und genau, somit hätten wir hier auch wieder alle drei Confirmations. Bedeutet, dieser Orderblock ist definitiv valide. Von der wieder 50% nehmen, vom Body zum Body. Und dann hätten wir hier auch wieder ein ultra, ultra clean Entry. Genau. Das hier ist jetzt sogar ein Beispiel im Daily. Und was ich damit zeigen will, ist einfach, die Märkte sind fraktal, ja. Alles, was im kleineren Timeframe funktioniert, funktioniert auch genauso im größeren Timeframe. Genau. Ist auf jeden Fall sehr wichtig. Genau. Was haben wir hier noch? Genau. Hier haben wir noch zwei Beispiele. Genau. So, hier. Perfekt. Hier zum Beispiel, hier haben wir ein Gartley-Pattern. Ja. Und was ich jetzt hier direkt sehen würde, ist diese Candle hier. Ja, diese Candle sieht sehr interessant aus. Ist auf jeden Fall clean. Die kann man auf jeden Fall traden. Und man sieht jetzt hier, der Markt hat die jetzt nicht ganz abgeholt, ja. Wenn wir jetzt aber ein bisschen weiter reingehen, und zwar, dann sehen wir, okay, wir haben hier ein Gartley-Pattern. Das Gartley hätte seinen Entry am 78,6er, ja, hätte hier auch perfekt abgeholt. Und was wir jetzt hier zum Beispiel machen hätten können, ist, wir hätten hier auch wieder den ganzen Buy-to-Sell-Move nehmen können. Bedeutet, wir hätten hier von diesem Kerzenkörper zu diesem Kerzenkörper hoch, also hier den ganzen Buy-to-Sell-Move nehmen können, von dem die 50%. Und dann hätten wir hier auch wieder einen Ultra-Clean-Entry gehabt. Genau. Dann, nächstes Beispiel. Wir haben hier dieses Low gebrochen. Genau. Der Markt hat uns hier wieder ein Bad Pattern ergeben. Genau. Und dann schauen wir auch hier wieder, wo ist ein interessanter Bereich? Wo könnte der Markt reagieren? Und wenn ich jetzt hier einfach mal so reinschaue, dann würden jetzt viele hier diese Candle hier jetzt zum Beispiel nehmen. Ja, was wir jetzt hier an dieser Candle aber nicht gefällt ist, ja, der Markt hat hier nach dieser Candle nicht wirklich eine Reaktion gezeigt. Ja, der Markt ist hier ein bisschen am Rumkonsolidieren. Ja, das ist nicht allzu clean. Dann schaue ich, okay, was hat uns zum Strukturbruch geführt? Dann sehen wir hier dieser Move hat uns unter dieses Low gebracht. Genau, das heißt, hier ist das komplette Sell-Volumen reingekommen. Und dann schauen wir, okay, was haben wir hier? Ah, hier haben wir diesen Bereich hier, diesen Buy-to-Sell-Move. Genau, hier einfach dieser letzte Buy-to-Sell-Move. Das war nämlich hier der letzte unmitigierte Bereich, wo der Markt noch reinkommen hätte können. Weil hier diese Candle, also diese Candle hier hinten, die ist im Prinzip hier schon abgearbeitet worden zu 50%. Und die Reaktion danach war auch nicht wirklich stark. Genau deshalb nimmt man hier diesen Bereich. Und dieser Bereich war auch hier der letzte unmitigierte Bereich, wo der Markt hier noch reagieren hätte können. Und er hat dann hier auch wirklich sehr, sehr clean reagiert. Genau. Perfekt. Das dazu. Severin wird euch nachher doch noch zeigen, wie man das Ganze eben auch noch anders nutzen kann. Wie gesagt, ich trade halt Orderblocks so, indem ich halt eben meinen Entry immer vom Kerzenkörper zum Kerzenkörper nehme mit der Gunbox 50%. Severin wird euch jetzt auch noch zeigen, wie es eine andere Möglichkeit gibt, wie man eben die Entries nehmen kann. Und genau. Severin, bist du am Start? Niklas, Yes, kannst du hi das? Mann. Easy, easy, perfekt. Ich hab dir eigentlich privat geschrieben, dass du gerade so am
im Flow bist, dass ich dich nicht unterbrechen wollte, dass du eigentlich schon alles abgedeckt hast. Also ich würde gar nicht mehr viel dazufügen. Du hast noch die verschiedenen Bereiche oder die verschiedenen Möglichkeiten auch schon benannt. Deswegen, ehrlich gesagt, brauchen wir da nicht noch mehr machen. Ich dachte, das war ausführlich genug. Easy. Sonst kannst du vielleicht auch noch zeigen, wie eben du deine Entries nimmst an den Order Blocks. Ja, fix, alles Weil klar. du Klar, machst es ja noch ein ich kann schon bisschen. was machen. Ich dachte nur, du warst hier gerade so im Flow drin. Nee, easy, weil du machst es ja noch ein bisschen unterschiedlich, damit Leute zwei Bilder davon haben. Ja, ich habe hier mir gerade gerade so ein, zwei Sachen so mustermäßig mal rausgesucht. Eigentlich das, was er kurz meinte, nämlich, ihr seht meinen Bildschirm schon, oder? Das passt. Ja. Perfekt. Was er nämlich gerade meinte, und zwar dieses, wir haben einen Markt, der kommt irgendwie so hoch und dann macht er auf einmal diese auffällige Bewegung und dann bricht er runter. Und da diese Bewegung, das hat er zum Beispiel Samuel ja auch schon benannt, das ist dieser Buy-to-Sell-Move. Und meine Theorie ist zum Beispiel, also so erkläre ich mir das einfach, statt dass ich jetzt hier im größeren Timeframe so eine große Candle nehme, also die dann irgendwie jetzt mal beispielhaft so sieht, aussieht, dann nehme ich mir dann eben den kompletten Weg von hier bis hier, weil meine Erklärung halt die ist, wenn die Banken hier manipulieren oder wer auch immer manipuliert, muss ja auch den kompletten Weg von hier unten bis hier oben gehen. Und dann ist das eigentlich für mich so die einfachste Erklärung, dass ich dann auch die ganze Bewegung nehme. Und genau das Gleiche gibt es ja dann auch im bärischen Beispiel, dass wir eben, der Markt kommt irgendwie runter, auf einmal droppt er, macht einen Strukturbruch und dann haben wir hiervon wieder diese 50%. Und quasi als Beispiel können wir uns das mal hier gerade im Markt anschauen. Ist eigentlich hier ein gutes Beispiel, nämlich folgendes. Ich gehe dann nämlich immer so weit vor, also so vor, dass ich dann ein bisschen den kleinen, also jetzt zum Beispiel in 30-Minuten-Chart runtergehe, und dann anschaue, wo so diese letzte Candle-Folge war, wo nur einheitlich eine Farbe an Candles rauskam. Und das wäre jetzt zum Beispiel hier von hier oben bis komplett runter, wo nur diese schwarzen Candles kommen. Und dann startet der andere Move. Und da davon diese 50% haben wir uns hier markiert. Und da kam der Markt nämlich jetzt im letzten Verlauf am Freitag eben hin an unseren Entry. Genau. Jo, so easy as that eigentlich. Können gerade mal noch gucken. Anderes Beispiel. Genau, NCD Cut, das ist zum Beispiel sowas, wo so ein bisschen interessanter gerade in diese Richtung nämlich ist. Und zwar, wir haben jetzt hier eigentlich einen bärischen Aufbau gerade, weil wir hier ja auch einen Strukturbruch hatten, bla bla. Ist ja gerade nicht so relevant. Und dann haben wir hier unseren letzten Order Flow, der uns hier runterbringt. Und diese ganze letzte Bewegung, die hier, die besteht nur aus blauen Candles. Und dann nehmen wir die vom Start weg bis oben hin. 50% da davon und da genau kommt eben auch der Markt wieder ran. Also man kann gerne auch mal eben mit der Perspektive rangehen, dass ich mal schaue, was ist denn so dieses Offensichtlichste, was jetzt irgendwie gerade raussticht im Markt. Und sich daran zum Beispiel orientieren. Genau. Und jetzt schauen wir gerade mal noch, ob ich noch mal irgendwas finde. Euro-NCD. Genau, Euro-NCD ist eigentlich noch ein gutes Beispiel. Und zwar, wenn wir im bärischen Timeframe sind, also wir haben ja hier gerade zu so diesem bärischen Orderflow, Markt hat uns hier ja auch gerade runtergebracht und dann hat man vielleicht irgendwie sowas und weiß vielleicht nicht so genau, ah, okay, ich weiß jetzt nicht, wo soll ich mich da jetzt dran orientieren, soll ich jetzt irgendwas hier oben nehmen oder sowas? Und da dann zum Beispiel gerne mal beobachten, dass oft die Sachen, die am offensichtlichsten sind, auch die Sachen sind, die dann im Endeffekt auch, das sind, was den Markt bewegt. Also gerade zum Beispiel hier, wir haben hier ab hier unten diesen immensen Run nach oben. Und der besteht nur aus blauen Candles. Blaue Candles überall, überall, überall. Klar, die letzte, also da, wo der Markt umdreht, die ist dann halt schwarz, aber diese ganzen Candles alle blau. Das heißt, wir gehen über diese komplette Range, legen wir unsere Gunbox 50%, da ist dann dieser Fokus, wo wir uns drauf fokussieren. Genau, wo der dann hier eigentlich auch ziemlich präzise rankam.
Yes. Odd Entity. Genau, Odd Entity ist eigentlich auch gerade noch ein gutes Beispiel, gerade vor allem, weil es so ein bisschen undurchsichtiger ist. Gerade jetzt zum Beispiel hier, wir hatten unsere Struktur, hat hier einen Bruch gemacht, wir sind bullish. Das heißt, wir befinden uns in dieser Range und wollen hier einen Entry finden, wie wir weiter hochkommen. Und das Erste, was wir dann jetzt zum Beispiel machen, oder wie auch immer, halt den Orderblock zu suchen, der wäre hier dann jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen knifflig. Findet man dann vielleicht nicht direkt. Und hier wäre dann eben auch gerade diese, also ist auch dieser Gedanke, wo dieser letzte Run bärisch ist, wo es dann eben bullish gegangen ist. Das heißt, hier können wir zum Beispiel auch mal in 30-Minuten-Chart oder sowas runtergehen. Und dann sieht man auf einmal genau so eine Bewegung hier wieder, wo einfach auf einmal so straight dieser Markt nach unten möchte. Das heißt, wir wissen, ab hier fängt die ganze Sache an und wir wollen die komplette Bewegung, also bis zum Low runter, weil wir davon ausgehen, wenn die Bank von hier oben bis hier unten muss, dann nehmen wir auch diese komplette Range. Und haben dann hier unsere Range und dann entweder Open oder 50%. Hier war es jetzt der Open und von da hat der Markt reagiert und ging dann eben weiter hoch. Weil das ist halt, also das ist halt dieses Interessante oder dieses Wichtige eigentlich, dass man sich dann nicht anfängt, im Timeframe zu verlieren und dann diese, weil es gibt ja viel mehr Order, also gibt ja viel mehr so Blöcke, dass man dann halt nicht eben anfängt, sich hier einen einzuzeichnen, sich da einen einzuzeichnen und da einen einzuzeichnen, diese Wick. Und dann hat man auf einmal 1000 Stück gefühlt. Und wenn man sich dann aber auf dieses größere Bild eben fokussiert und dann eben so diese große Bewegung, die das dann eingeleitet hat, raussucht, dann hat man auf jeden Fall einen viel, viel besseren Blick auf die ganze Sache. Genau, können wir noch kurz gucken, ob wir im Outcut noch was haben. So, genau. Ja, also wir hatten es hier zum Beispiel. Gerade mal kurz gucken. Es war ein Brett. Es war ein richtiges Brett. Genau, also wir sind hier runtergekommen, hatten dann hier quasi einen kleinen Teil von unserem Strukturbruch. Deswegen gerade so diese kleine bullische Aufbau, den wir hier hatten, den können wir uns kurz mal noch genauer anschauen. Und zwar im Endeffekt. So, kurz ranzoomen. Also wenn man jetzt sagt, lower high, lower low, lower high, lower low, dann sind wir ab hier drüber gekommen. Und dann geht es ab hier nämlich zum Beispiel los. Jetzt mache ich kurz noch ein Market Replay, dass das übersichtlicher ist. So. Genau, und dann tauchen wir nämlich da einfach mal ein bisschen ein. So, perfekt. Genau hier, selbes Spiel. Wir sehen jetzt, wir gehen einfach ein bisschen in den Timeframe runter und schauen uns diese Candle-Folgen an. Und da sehen wir eben dann auch wieder, hier kommt dann dieser Run mit den schwarzen Candles nach unten. Ist ja ein sehr deutlicher, also man, das sticht ja schon immer ein bisschen raus. Und ab hier hat der Markt dann wieder angefangen, higher high zu machen. Das heißt, wir können hier dann unsere Gunbox rüberziehen und uns das als Zone markieren. Genau. So. Ja, sieht dann circa so aus. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich interessant zu sehen. Wir sind ja hier ganz knapp nicht dran gekommen. Nach zum 11. Dann hat der Markt eben noch ein bisschen Faxen gemacht und kam dann so wirklich relevant. Da ist er auch nochmal tiefer gekommen. Hier um 7 Uhr kam er dann wirklich ran und hat dann diesen Markt reagieren lassen. Und eben wieder schön auf diesem Level. Und dann können wir das Ganze zum Beispiel noch weiternehmen für den nächsten Run. Und genau, da im Endeffekt das gleiche Spiel. Ab wann haben wir so eine schwarze Candle-Folge? Man sieht das hier ein bisschen schwieriger, weil wir haben hier, oder halt ein bisschen kleiner, weil man sieht hier nicht so diesen Run von Kerzen. Und wenn man dann sich mal ein bisschen das Ganze größer macht, sieht man auf einmal, ab hier unten, da kam wieder dieser schwarze Kerzenrun. Heißt, den können wir uns markieren. So, nur sehr weit zum Rüberziehen. So, perfekt. Ich zoome mal wieder ein bisschen raus. In meinen M15-Chart.
Und dann haben wir im Endeffekt genau wieder diesen Orderblock, wo der Markt rankam. Also einfach wieder dieser in kleineren Timeframe reingehen, dann wird es nämlich übersichtlicher. Das ist so dieser Sinn der Sache, so in den kleinen Timeframe reingeht, damit man diese Kerzenfolgen sieht. Dann fällt es, glaube ich, auch zum Beispiel den Einsteigern, könnte ich mir vorstellen, fällt es vielleicht leichter, weil du dann nicht die Timeframes durchsuchen musst im hohen Timeframe, um eine Candle zu finden, die jetzt einen großen Body hat, dass du sagst, oh geil, jetzt habe ich meinen Orderblock, sondern dass du einfach ein bisschen in den kleineren reingehst und dann nicht nach einzelnen Candles suchen musst, sondern nach diesen Bewegungen. Und diese Bewegungen, egal was das jetzt ist, die sind leichter zu identifizieren, wie wenn ich jetzt in den Timeframe durchsuchen muss, um dann diesen richtigen Timeframe zu finden für den richtigen Balken sozusagen. Ja, zum Beispiel die Bewegung, die sehe ich ja auch im Vorhinein ja schon ein bisschen. Ja, okay, hier ging es irgendwo runter, dann gehe ich jetzt einen kleinen Timeframe, um diese Bewegung zu finden. Genau. Yes. Das war es bei dem Markt. Wir können sonst mal noch frei Schnauze kurz schauen, ob wir nochmal was finden. So. Genau, können wir mal ein bisschen runtergehen. Was haben wir denn hier so? Können wir eure USD hier reinschauen? Genau, also hier wäre jetzt so dieses gleiche Schema. Anstatt dass ich mir jetzt hier versuche, eine große Candle zu suchen im größeren Timeframe, gehe ich einfach in den kleineren und schaue mir mal an, wo ist dieser Run mit diesen blauen Candles? Und gerade hier, also ich kann mal kurz auch das Zeug rausschmeißen, sehe ich dann, ab dieser Bewegung kamen nur noch blaue Candles bis oben hin. Und dann markiere ich mir eigentlich einfach diese Range. Und ja, yes, klar, da sind wir jetzt zum Beispiel in dieser Range noch nicht hingekommen, aber kann auch sein, dass wir dann im Markt irgendwann mal eine größere Korrektur kommen, bis dann unser Orderblock ist. Okay. Chef. Genau, ich glaube, da können wir. Ja, das können wir uns vielleicht gerade noch anschauen. Ich glaube, hier müsste es auch mal gewesen sein. Ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Gerade zum Beispiel das, wenn wir das hier als unseren Markt haben und wir wissen jetzt nicht so ganz, okay, was soll ich denn hier jetzt nehmen? Ab wann war dieser Run? Und wir sind im 1-Stunden-Chart, dann gehen wir jetzt nämlich runter in die kleineren Timeframe, um dann zu sehen, ab wann kam dieser Run? Und dann sehen wir hier zum Beispiel, hier gab es noch schwarze Candles und dann gab es nur noch blaue, die den Spitz hier hochgebracht haben. Und dann ist das unsere Range, die wir uns markieren. Und die ziehen wir dann eben rüber. Die ziehen wir uns rüber und haben dann hier drüben unseren Entry dran. Jetzt natürlich, der war jetzt ein bisschen weiter oben wegen FIP-Level und sowas. Aber so können wir uns dann diese einzelne Bewegung eben raussuchen. Und uns dann eben unseren Orderblock einzeichnen. Genau. Passt. Ich glaube, da war das noch so ein kurzer Einblick aus meiner Perspektive. Irgendwann kann man natürlich dann auch anfangen, so diese verschiedenen Sachen zu kombinieren. Aber gerade am Anfang und so zum Erlernen macht es einfach Sinn, sich auf eines eben zu fokussieren und nicht eben dann alle möglichen Orderblocks einzuzeichnen. Weil das hat gerade zum Beispiel vor ein paar Wochen mal einer in die Gruppe reingeschickt, wo ich dann eben auch darauf hingewiesen habe, es ist auch komplett in Ordnung, wenn wir mal keinen Orderblock finden, weil es soll ja eine Confirmation sein, um rauszufinden, ob dieser Markt jetzt gut ist, ob der jetzt uns ein Setup bringt oder nicht. Und wenn wir halt immer auf Krampf irgendwo einen Orderblock einzeichnen, dann haben wir immer einen Orderblock. Und wenn wir immer einen Orderblock haben, dann haben wir ja keinen Edge mehr, weil dann können wir alles traden. Und wenn wir alles traden, wissen wir auch, dann werden wir auch nicht profitabel. Deswegen brauchen wir ja ein System, wo wir dann sagen können, okay, hier gibt es jetzt zum Beispiel keinen Orderblock in diesem Setup, dann trade ich den auch nicht. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den man sich selber dann auch mal sagen muss, dass man eben nicht immer einen Orderblock finden kann, weil, ja, wie gesagt,
macht dann halt sonst eben keinen Sinn, weil dann filtern wir ja nicht mehr raus, was jetzt gut ist und was jetzt schlecht ist. Genau. Okay. Passt, dann gebe ich gern wieder weiter oder zurück an Niklas oder an dich, Samuel. Du kannst den Call dann closen. Perfekt, easy. Ist Niklas da? Ich glaube, er hat das Recording gestartet. Ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder sonst was, könnt ihr die auch gerne noch reinschreiben. Können wir auf die noch eingehen, falls was unklar war oder sonst was. Jetzt nochmal danke an Samuel. Samuel, du hast gerade auch wirklich echt einen richtig fetten Part gemacht. Du hast richtig den Flow drin. Wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, Mann. Also, dass immer auch was vorbereitet und sowas. Wirklich, wirklich sehr, also ich weiß es sehr zu schätzen. Ich denke, die ganzen anderen Leute hier im Call wissen es auch auf jeden Fall zu schätzen. Ich bin mir sehr sicher. Passt? Perfekt. Easy, Wir haben hier perfekt, noch. Jungs. Vielen, vielen Dank, Samuel, Severin, für eure Zeit. Severin, war noch eine Frage im Chat drin? Ja, war noch eine drin. Warte, Okay. ich kann es schnell zeigen. Perfekt. Seht ihr das? Ja, Easy. sehen wir. Perfekt. Die Frage war, was, wenn der Order Block schon geliquidated worden ist, nimmst du dann einfach FIP Levels als Entry, wie in diesem Beispiel? Genau. Hier sieht man wirklich, also hier auch wirklich eine sehr clean Order Block. Hier diese weiße Candle hier. Hat wirklich sehr viel Body, wenig Wick. Und diese wurde hier mit diesem einen Wick hier, der hier rund markiert worden ist, wurde der hier schon zu 50% abarbeitet. Das heißt, für mich wäre dieser Orderblock hier nicht mehr valide oder nicht mehr interessant. Dann würde ich hier lieber nach was anderem schauen, ob hier vielleicht in diesem Wick vielleicht noch was ist oder so. Aber der obere Orderblock ist für mich eben schon abarbeitet. Deshalb wäre der für mich nicht mehr interessant, da den Entry nochmal zu haben. Genau. Ist hier eigentlich ein perfektes Beispiel. Wie siehst du das, Severin? Würdest du diesen Orderblock noch traden oder nicht? Nee, fix nicht. Und das ist genau Okay. gerade das, was ich halt meinte. Also dann ist dieser Orderblock raus, dann haben wir da halt keinen. Höchstens eben, wenn man sagt, ich suche in dieser Weakverse. Ja. Safe, genau. Easy. Perfekt. Super, easy. Jungs, vielen, vielen lieben Dank. Leute, lasst uns den Call super bleiben. Lade ihn relativ bald auch auf YouTube-Direktorin in die Recordings-Gruppe. Und mit diesen Worten an allen schönen Abend, Leute. Gute Woche. Wir geben euch definitiv Updates zu Cypher, zu den Education, zu den ganzen Live-Sessions, die dort vor Ort kommen. Und deswegen jedem einen geilen Start. Danke, Jungs. Bis dann. Ciao, ciao.